Hallo, hier ist wieder Kati und ich mache ein neues Video zu meiner Jahreszyklus-Serie. Und diesmal sind wir im November. Und ja, ich mache diese Serie, weil mir ein naturverbundenes Leben sehr wichtig ist. Und ja, da finde ich es immer ganz spannend, einen Blick in die Natur zu machen, was da gerade so los ist. Und ja, deswegen jetzt noch mal so ein bisschen angeschaut, was da gerade vor sich geht. Ich schaue gerade hier so aus meinem Fensterchen raus. Heute haben wir Glück oder habe ich Glück. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Aber die meiste Zeit im November ist eher so trübe Grau. Das Farbenspiel der Bäume ist quasi nicht mehr vorhanden. Die stehen jetzt ganz kahl und düster manchmal da, ne? Die Tage werden immer, immer kürzer. Und es wird ungemütlich draußen. Manchmal liegt sogar schon der Winter in der Luft. Das riecht dann manchmal so nach Winter, finde ich, wenn ich so morgens aus dem Haus gehe. Der Nebel ist immer öfter zu sehen über den Feldern. Und das einzige Gute, was sich draußen noch so machen lässt, ist Drachensteigen. Oder neulich war ich auch mal im Regen joggen. Das war auch sehr erbaulich, sage ich jetzt mal so, ne? Das hat meine Stimmung total verändert. Vorher ging es mir nicht so gut und dann ging es mir hinterher richtig gut, weil ich dem Wetter getrotzt bin und ich einfach so Zeit für mich hatte, so das alles so zu verändern, zu in Ruhe irgendwie sich setzen zu lassen. Ja. Draußen, wenn wir draußen sind, dann durch dieses Laub, was gefallen ist, riecht es auch manchmal so moderig und die Vergänglichkeit liegt einfach in der Luft und man sieht einfach, dass ja das Thema des Todes auch im November sehr stark ist. Ja, dadurch, dass die Pflanzen zum Beispiel, die Natur sich komplett zurückzieht und ganz viele Pflanzen einfach sterben und dem Erdboden wieder gleich werden. Und der November ist auch die Zeit, wo die Grenzen zwischen der wirklichen Welt, in der wir leben, die anfassbar ist, die sichtbar ist, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir können sie riechen, schmecken, anfassen, sehen. Und dann gibt es aber für mich zumindest und für dich vielleicht auch noch diese andere Welt, diese Fantasiewelt oder die Welt, wo wir zum Beispiel also am ehesten kann man es vergleichen in dieser Zeit, wo man im Halbschlaf noch ist, ne? Oder die Wirklichkeit, wo unsere Ahnen sich befindet, die Welt, in der unsere Ahnen sind. Und im November ist die Wand zwischen diesen beiden Welten sehr, sehr dünn und wir können sehr leicht Kontakt aufnehmen mit unseren Ahnen. Ja, der November, da gibt es ja auch zum Beispiel den Totensonntag, wo wir, wo da ganz bewusst so ein Ritual gemacht wird, um mit den Ahnen in Kontakt zu gehen. Und ich wollte da gerne noch mal ein paar Sachen zu sagen, weil das ja auch an meiner Arbeit sehr wichtig ist, bei den Familienaufstellungen ich da einfach viel mitbekomme. Und wir, ja, die Ahnen in uns tragen, alle aus unserer Familie, die vor uns waren, die sind auch in uns drin, so, ja. Die ganzen Muster, die wir wiederholen, die so typisch sind für unsere Familie, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, ja, das im Guten wie im Schlechten. Und im November können wir besonders gut diesen Kontakt zu unserem Erbe so antreten, was wir da so mitbekommen haben. Und wir haben, das ist natürlich permanent, aber jetzt sage ich mal, bei den Sachen, die eher nicht so positiv sich auf unser Leben auswirken, die uns eher belasten, da haben wir eine Chance, die aufzuarbeiten, ja, dass wir uns der Sachen bewusst werden, die wir da übernommen haben durch unsere Ahnen, durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern, ja, durch die ganzen Generationen vor uns. Und wir können diese Linien unterbrechen, ja, das
Zum Beispiel, wenn wir merken, wir haben so einen Glaubenssatz in unserer Familie, dass das Leben schwer ist oder verschiedene Familienkrankheiten, die immer weitergereicht werden, ja. In meiner Familie zum Beispiel Krebs oder Herzgeschichten, so, ne? Das kann man unterbrechen, indem man versucht, es zu aufzuarbeiten, aufzudecken, was da so dahinter steht. Und auch Gewalttätigkeiten, die ja in den vorigen Generationen noch viel selbstverständlicher waren, dass man Kinder mit Gewalt erzogen hat oder dass sowas zum Beispiel unterbrochen wird und dass man sich dafür entscheidet, es nicht mehr zu tun. Oder auch Probleme mit Geld, die Familie hat, so, oder ja, das, egal welche Themen, alle, die so sozusagen im Argen sind, können wir aufarbeiten, können wir ja, versuchen zu verwandeln, damit wir wirklich ein zufriedenes Leben führen können und es oder halt so ist, dass es uns gut tut. Ja? Und ja, wir können es neu formen, auf jeden Fall. Genau, und das war so mein kleiner Ausflug zu den Ahnen. Und dann hatte ich ja im Oktober schon angesprochen, dass das Thema des Loslassens da ganz wichtig ist. Und auch im November spielt das weiterhin eine Rolle. Ich möchte da auch noch ein extra Video zum Thema Loslassen machen. Und das werde ich auch in den nächsten Tagen dann veröffentlichen. Und ja, dieses Loslassen ist schon sehr herausfordernd und die Natur macht es aber, wie gesagt, vor, indem sie alle Blätter fallen lässt. Und ja, da nochmal so die Chance, das auch zu üben. So. Und genau so, wie wir das in der Natur beobachten, dass die Natur sich so zurückzieht von dem äußerlich Sichtbaren, geht alle Kraft nach innen und so können wir auch den Blick nach innen wenden, ja, und auch, wie ich das eben schon angedeutet habe, in diese Anderswelt, in die Welt, wo unsere Intuition stärker ist. Und vielleicht kennst du das manchmal, dass du so plötzliche Erkenntnismomente hast oder irgendwelche Bilder auftauchen und das sind diese Botschaften aus dieser Anderswelt oder kannst es auch, dass es aus deinem Innern kommt oder von deiner inneren Weisheit. Aber jetzt ist die Zeit sehr gut, dass das passieren kann, ja, weil die Wand zwischen der Welt, die wir sehen und anfassen können, und der Anderswelt gerade sehr dünn sind. Genau. Und ja, das war's auch schon mit dem kleinen November-Ausblick. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Ciao.